Wir befinden uns da vor der Schmiede Höpfler und wir werden diese nun besuchen. Einen für uns sehr interessanten Besuch durften wir in der alten Schmiede beim Höpfler-Gust machen. Ja, ich bin der Höpfler, der Gust, allgemein da. In Form einer Führung stellte er uns seine Schmiede vor und erklärte uns in informativen Details diese alte Kunst. Macht es nicht mehr nach jetzt, nach innen? Noch früher habe ich keinen. Ne? Das ist aber schade, gell? Ja, mein Gott, aber das ist halt einmal so. Ne? Und was sieht man da? Können Sie uns da irgendwas sagen dazu? Ja, wir haben gesagt, weil schon öfter nachgefragt worden ist, wie in so Vierkanteisen so große runde Löcher reinkommen oder Vierkantlöcher. Ne, haben wir gesagt, also das macht man halt heute. Der Schmied ist einer der ältesten Berufe. Im ländlichen Raum war der Schmied noch im späten 20. Jahrhundert ein unverzichtbarer Handwerker mit breitem Spektrum. Zum Beispiel als Beschlagschmied, Hufschmied, Kunstschmied, Schlosser und Werkzeughersteller. Obwohl diese Schmiedekunst nun fast nicht mehr so praktiziert wird, gibt es dennoch nach wie vor Kunstschmiede, die neben fundiertem historischem Fachwissen die modernen Techniken der Metallbearbeitung beherrschen. Ein guter Schmied stellt somit in Bezug zur kreativen Metallgestaltung heute wie auch früher fast ein Universalschmied dar. Weil früher war das Hauptgeschäft der Hufbeschlag. Und nachdem halt ja außer die Reitpferde keine Pferde mehr gibt da und die Jungen ja gar nicht wissen oder zumindest nicht viel Ahnung haben, wie sowas überhaupt vor sich geht. Mit den Hufeisen und mit der ganzen Arbeit, was mit dem Hufbeschlag zusammenhängt, haben wir gesagt, lassen wir mal was anschauen da. Ne? Darf man den Unterschied sieht zwischen den Heitingen, die Reitpferde haben die Eisel und das waren die Arbeitspferde. Ja, und das ist ein besonderes, darum hat das auch zwei Hufstollen, die nennt man die Stollen, Hufstollen, und das ist der Hufgriff. Und zwar ist es aus dem Grund, das ist ein Hufeisen, wie es bei der deutschen Wehrmacht, wie die Pferde im Einsatz waren. Dort haben, also im freien Gelände, nicht, und wie es dort war, haben sie natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, dass sie solche Griffe aufgeschweißt hätten oder was nicht. Jetzt sind dort einfach diese Hufeisen gemacht worden, wo auch da vorne anstatt dem Griff zwei Hufstollen sind. Und nur ein Unterschied gegen die anderen, nicht? Weil die normalen haben vier Loch, das ist eher schon was mit fünf, weil es immer darum größer ist. Diese Eisen haben schon 8 Loch gehabt, aber nicht, dass 8 Nägel eingeschlagen haben können, das besser gehalten hat, sondern weil dort haben sie die Möglichkeit nicht gehabt, wenn der Huf nicht ganz genau passt hat, ja, weil der verändert sich ja auch mit der Zeit. Darum werden die Pferde immer wieder frisch beschlagen und es haben halt die Loch hergenommen worden, für einen Nagel, die halt gerade zum Huf dazu gepasst haben. Da schaut das ein bisschen anders aus. Da zum Beispiel ist eine reine Schmiedearbeit, reine Handarbeit, ja. Und da sieht man, alles ausgeschmiedet, alles gelocht, nichts gebohrt. Sowohl rund gelocht, als auch länglich gelocht. Nicht? Wo das Flacheisen reinkommt, da ebenfalls länglich Loch und wie gesagt, alles handgeschmiedet. Da ist nichts
maschinell. Nichts maschinell, nichts geschweißt, alles genietet. War natürlich eine Heidenarbeit. Da. Wie lange hat man da gebraucht für so ein Tier? Da? Da über das braucht man gar nicht. Zu lange, gell? Also das soll ein Maiskolben darstellen, nicht? Ja, rausgewachsen da, die Wurzeln. Jedes einzelne Kernl, da geschmildert worden, doppelt, nicht? Da hat es so zusammengesetzt. Dann wieder alles gelocht, ausgeschmiert. Ein Feuerbesteck, nicht? Alles auch, alles aus einem Stück geschmiedet, auch gelocht. Auch alles aus. Da hat man natürlich zuerst so ein Gesenk machen müssen, wo man das da ausschmieden hat können. Nicht, dass es schön rumgelaufen ist. Nicht? Aber jedenfalls ist die noch 100 Jahre schon. Mit der habe ich als Lehrbuhr noch gebohrt. Händisch. Ja, Freile. Vielen lieben Dank, Herr Höpfler, für diesen tollen Einblick in die Schmiedekunst.